Wir nutzen die Gelegenheit und trafen uns dieser Tage mit Johannes Kritschacher. Er hat seinen Lebensmittelpunkt 2016 nach Los Angeles verlegt und ist heute als erfolgreicher Drummer und Produzent tätig. Johannes, weltweit unterwegs und heute bei uns in Seeboden. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr, da sein zu dürfen, ja. Von Seeboden in die USA, ein großer Schritt. Wie war das denn damals? Ich habe eigentlich nur mein Ziel vor Augen gehabt und dann hat sich das alles Schritt für Schritt ergeben und ich habe mir nie wirklich Sorgen gemacht, was wäre, wenn. Und ich habe wirklich immer nur auf mein Ziel hingearbeitet und schon immer im letzten Semester im Gymnasium hat mein Freund aus Wien geschrieben, ein Musiker. Er geht nach Berkeley studieren und ich wollte eigentlich immer nach Wien gehen, aufs Konservatorium. Dann habe ich mich einmal erkundigt und habe gleich einmal gesehen, okay, eigentlich haben alle meine Vorbilder dort studiert. Wie waren denn deine ersten Tage, so die ersten Wochen in Boston? Das war wirklich ein Wahnsinn, auf so viele internationale Studenten zu treffen und auch Unterricht zu nehmen bei Lehrern, die weltbekannt sind. Das war schon cool, einfach so in eine Klasse zu gehen und da so one-on-one mit einem Lehrer zu sitzen und sich über das Schlagzeug auszutauschen. Das war sehr, sehr spannend, ja. Schau mal, ich hab dir da was mitgebracht. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Absolut. Genau. Wir haben da Musik, Kunst am See. Kunst am See, ja. Mit dem Johannes Samitz haben wir gemeinsam an verschiedenen Orten in Seeboden musiziert. Und zuerst in den ersten Jahren war das sehr so Pop-Up-mäßig, sehr spontan und dann haben wir es dann organisiert und angekündigt und im Blumenpark, genau. Ja. Wie ist es denn nach deinem Studium dann weitergegangen? Nach meinem Studium bin ich sofort nach Los Angeles gezogen. Es gibt natürlich auch die Musikszene in New York und Nashville ist natürlich auch riesig. Ja. Aber die meisten meiner Freunde und meiner Kontakte sind nach Los Angeles gezogen. Jeden Tag wird ein anderer Künstler von einer Plattenfirma unter Vertrag genommen. Und ich habe da schon erkannt, dass ich mich da gut einbringen kann, so wie meine Ausbildung war. Und jetzt bist du aber auch in Europa unterwegs? Ja, ich habe jetzt heuer meine erste Europatour gemacht mit einem amerikanischen Künstler. Natürlich Amerika und Kanada war ich schon sehr oft auf Tour. Jedes Jahr im Schnitt 2-3 Tourneen, die USA und Kanada abfliegen. Und heuer war eigentlich meine erste Europa-Erfahrung. Also wir waren in Deutschland, Frankreich, Holland, England, Schottland. Und das war echt eine tolle Erfahrung. Das ist schon sehr anders als in Amerika, die Tourneen in Europa. Ja, verbindest das gleich mit einem Heimaturlaub. Genau, das versuche ich jetzt öfter zu machen. Natürlich, wenn sich die Chance ergibt, dass ich gleich in Europa bin, dann hänge ich immer 10, 14 Tage an und schaue, dass ich meine Eltern besuchen kann und ja, die Heimat genießen kann. Also du bist noch sehr heimatverbunden. Ich bin sehr, sehr heimatverbunden natürlich. Durch meine Heimatverbundenheit habe ich mir heuer ein Tattoo stechen lassen. Ah, ja, das ist ja die Seeboden. Die Nixe von Seeboden. Ja, heimatverbunden, da geht es ja schon gar nicht. Genau. Was vermisst du denn in Los Angeles oder wenn du weltweit unterwegs bist? Gibt es irgendwas, was du an Kärnten vermisst? Den Lebensstil natürlich und das Herzliche von den Leuten, das vermisse ich schon. Fehlt dir denn die österreichische Küche? Natürlich, ja. Wiener Schnitzel steht auf eurer Speisekarte? Immer, ja. Das machen wir auch in L.A. einmal die Wochen. Und Gott sei Dank wissen wir, wie man das gut macht, ja. Wie sind denn deine weiteren Ziele? Ich versuche jetzt wirklich etwas mehr die Brücke wieder nach Europa herzustellen und auch nicht nur als Sideman nach Europa zu kommen, sondern auch mehr Konzerte wieder im deutschsprachigen Raum zu spielen und für mich selber einmal eine Tour zu organisieren. Ja, vielleicht auch in Seeboden nächstes Jahr. Man genau. Würde mich sehr freuen. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute und dann sieht man sich bestimmt einmal in Seeboden hier am Mischetter See. Auf alle Fälle, vielen Dank. Danke dir, Johannes. Danke.